Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakobat und ich habe für euch heute drei actiongeladene Light-Gameplay-Runden dabei. Und auf der einen Seite haben mich viele Leute gefragt, hey Maus, sag mal, wie sieht's mal wieder aus mit ein bisschen Light-Gameplay? Und auf der anderen Seite, die Leute, die bei mir regelmäßig im Stream zuschauen, wissen, dass das meine absolute Lieblingsklasse ist. Und das hat gleich mehrere Gründe, warum ich ehrlicherweise, wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich am meisten Light fahren würde. Und die anderen Klassen auch mit Ausnahme der Arti hier und da mal ganz gerne fahre. Jede Klasse hat so ihre eigene Besonderheit, aber letztendlich fühle ich mich irgendwie in Lights, was meine Persönlichkeit angeht und was irgendwie mein Spielstil angeht, am wohlsten. Einfach weil ich mit den Panzern auf der einen Seite natürlich immer unglaublich flink unterwegs sein kann. Also es hat eine sehr hohe Dynamik, das Light-Gameplay. Ich kann aufgrund meiner Erfahrung Leuten megamäßig auf den Sack gehen, gerade wenn man so ein bisschen die Sichtmechanik zu seinem Vorteil ausnutzen kann. Dann habt ihr bei den Lights jetzt nicht unbedingt den größten Alpha-Schaden, auch nicht die größte, dickste Bewaffnung, aber ihr könnt halt kontinuierlich Schaden machen und das ist letztendlich eine schöne Sache, die nicht jedem liegt. Viele, und ich nehme mich da nicht aus, wenn man so den Anfang seiner World of Tanks Karriere angeht, aber auch wenn man dann irgendwie im fortgeschrittenen Stadium ist, dann setzt man mehr Wert auf Panzerung, man setzt mehr Wert auf dicken Schaden. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Psychologisch ist das einfach schön, wenn man dann mal einen Schuss in der Runde anbringt oder zwei oder vielleicht dann irgendwann auch mal drei Runden regelmäßig, dann macht man halt einfach mit größeren Kanonen mehr Schaden und es sieht halt einfach gleich schon mal ein bisschen geiler aus. Mit Lights muss man definitiv deutlich mehr schießen, damit man auf die gleiche Schadenssumme kommt und man muss halt auch damit leben, dass man nicht immer in der Lage ist, die Gegner zu penetrieren. Das heißt, erstens braucht man selber die Übersicht, man muss sich vor allem auch regelmäßig erstmal gegen seinesgleichen durchsetzen. Also auf vielen Karten geht es dann auch darum, erstmal den gegnerischen Light auszuschalten, um dann Freeplay zu haben, also freies Spiel, freie Möglichkeiten, sich selber zu entfalten. Da drüben fährt gerade unser Counterpart durch die Gegend. Mir war das ehrlicherweise schon klar, dass er da irgendwo sein musste, weil sonst wäre ich hier auch schon mal aufgegangen. Man muss sich auch immer darauf gefasst machen, dass wenn man dann mit dem Light irgendwo steht und schießt, dass man aufgeht. Also nicht zu sehr darauf verlassen, dass der Tarnwert schon halten wird. Ja, und zusätzlich zu diesem Faktor, dass man Gegnern massiv auf den Sack gehen kann, dass man regelmäßig auch mit seiner Kanone einen großen Einfluss haben kann, ist es halt auch so, dass man mit Lights im höchsten Maße in der Lage ist, auch vermeintlich schwächere Spieler mit abzuholen, indem man die Gegner parallel zu dem, was man selber so treibt, offen hält. Dafür muss man natürlich auch ungefähr eine Ahnung haben, deswegen ist wahrscheinlich auch Lightfahren das Anspruchsvollste, was man in World of Tanks machen kann. Man muss eine ungefähre Ahnung haben, wie viel Tarnwert man selber hat, wie viel Tarnwert die Gegner haben, wo man die Gegner aufmacht, wer auf wen schießen kann, auch wo eure eigenen Mates, und da gehen für viele häufig schon die Probleme los, auch wo eure eigenen Mates hinschießen können. Ja, es gibt genug Leute, die im Light sitzen und dann quasi einfach durchkrachen, alles aufmachen, sich wundern, warum keiner schießt, aber wenn man dann so ein bisschen Blick für die Minimap hätte, dann würde man sehen, dass keiner eurer Mitspieler jemals in der Lage war, mit Ausnahme vielleicht von einer Arti, die jetzt hier in der Runde gar nicht vorhanden ist, aber es gibt ja auch genug Runden, wo ihr Arti dabei habt, dann kann die Arti vielleicht noch schießen, aber der Rest eurer Mitspieler ist nicht mal imstande, irgendwie da Schaden anzubringen, weil sie gar keinen Schusskanal haben. Und auch darum muss man als Leitfahrer Bescheid wissen, wo sind die Schusskanäle, wann macht es Sinn, welchen Panzer zu spotten. Jetzt fahre ich hier langsam vor und kann da hinten die TDs noch mit aufmachen, spotten. Aber es hätte jetzt auch nicht viel Sinn gemacht, viel früher hier nach vorne zu fahren. Ja, unsere Heavys waren da noch im Fight. Die Mediums rücken jetzt auf von der anderen Flanke. Die können da auch mit rüber feuern. Also ihr seht, was ich, denke ich, meine, oder? Hin und wieder mal so eine YOLO-Aktion, wo man dann einfach mal reinkracht, hier auf die Gegner drauf fährt. Leider den IS-4 jetzt nicht rausgenommen. Bleibt mit 21 HP stehen. Aber mal ganz kurz vor dem M103 da lang gekracht. Viele Gegner resignieren dann auch recht schnell und versuchen gar nicht mehr auf euch zu schießen. Es gibt aber natürlich auch genug andere Leute, die
alles andere ausblenden und nur den Leittod sehen wollen. Gerade bei EBRs ist das ganz gerne mal der Fall, aber auch andere Leids. Wenn ihr nur den Leuten lang genug auf den Sack gehen könnt, dann könnt ihr sie manchmal auch mental so krass provozieren, dass sie dann alles um sich herum vergessen, nur euch tot sehen wollen, euch pushen und euer Team kann dann die Leute ganz einfach ernten und rausnehmen. So, wir sind mittlerweile bei 4000 Unterstützungsschaden. Jetzt können wir uns hier den zweiten Kill gönnen. Also insgesamt sind wir jetzt hier schon bei über 7000 kombinierten Schaden. Und es ist ja noch ein bisschen was da. Da hinten steht zum Beispiel noch so ein Streuselwagen. Dann haben wir noch irgendwo ein E3 stehen. Hier steht noch ein M103, wobei von dem kriegen wir vielleicht nichts mehr ab, oder? Ah doch, den Kill können wir uns noch mitnehmen. Dritter Kill. Und so schnell kann eine Runde vorbei sein. 5 Minuten und ich denke, wir hatten einen erheblichen Einfluss. Ich würde jetzt das nicht als Carry bezeichnen, aber ich würde sagen, dass wir einen erheblichen Einfluss in die Richtung hatten, dass wir dafür gesorgt haben, dass das Gegnerteam wie Dominos zusammengebrochen ist. Ja, wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, selber unseren Schnapp gemacht, wir haben selber Schaden gemacht und wir haben parallel zu unserem eigenen Schaden dann auch noch 4600 Schaden gespottet, sodass unsere Mitspieler auch noch mit eingreifen konnten. Wichtig ist, dass ihr vom Timing her euch in den Lights immer so aufbaut, dass ihr erstens nicht gejodelt werden könnt, dass ihr zweitens parallel meistens schießen und spotten können und dass ihr dann letztendlich am Schluss auch noch in der Lage seid, eure Mitspieler mit in das Spiel zu implementieren. Nicht zu früh sterben, nicht zu früh nach vorne krachen, immer warten, bis die Gegner quasi ready sind. Gerade auch wenn jetzt hier hinten zum Beispiel, nur mal für Westfield als kleines Beispiel, hier im Süden noch der Fight tobt und ihr steht hier und spottet hier alles und wollt dann irgendwie weiter. Aber euer Team hat hier hinten die Ecke noch nicht geklärt. Das macht dann gar keinen Sinn, weil die Leute sind hier noch abgelenkt. Die Leute haben sowieso noch was zu tun, müssen hier erstmal diese Ecke freikämpfen. Und erst wenn ihr dann seht, okay, hier haben wir es jetzt geschafft, dann könnt ihr hier weiter antreten und spotten. Wenn ihr feststellt, okay, ihr verliert hier hinten die Ecke, dann müsst ihr euch entweder überlegen, ob ihr hier zurückfahrt, im Prinzip die Gegner hier spottet, wenn sie rauskommen. Oder erstmal hier oben im Norden unterstützt, indem ihr da hinten zum Beispiel die TD spottet. Es gibt meistens mannigfaltige Möglichkeiten, aber ihr müsst halt die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen, um quasi dabei nicht selber drauf zu gehen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal eine zweite Runde an. Ja, in der nächsten Runde habe ich den WZ-132-1 für euch dabei. Ich muss dazu sagen, ich habe auf dem Panzer jetzt einen CVS, einen vertikalen Stabilisator, ich habe einen CVS, einen vertikalen Stabilisator und eine entspiegelte Optik. Also ich habe keinen Ansetzer, keine Lüftung, CVS, vertikaler Stabilisator, Ansetzer, aber ihr seht, ich habe auch noch keine Feldmodifikationen frei geforscht, weil ich den Panzer einfach zu selten spiele und er ja mitunter, ja, wahrscheinlich zu den eher schlechteren Lights gehört. Es ist eher so ein Medium-Light-Hybrid, also von der Bewaffnung her, die Kanone finde ich sehr geil, aber zum Spotten würde ich halt immer eher sowas, was wir gerade gesehen haben, Tieran 100 Light, EBR 105, Manticore, AMX 1305, die bieten sich dafür deutlich besser an. Sheridan und Rheinmetall-Panzerwagen, würde ich sagen, bieten sich noch ein bisschen schlechter an, aber wir haben jetzt das famose Problem, wir sind hier auf der Karte Prokhorovka gestartet und wir haben 3 FVs, wir haben 2 Lights. Und jetzt würde natürlich der ein oder andere sagen, ey, warum spielst du nicht die Position von dem AMX 1305 da? Da muss man jetzt dazu sagen, wenn der 1305 im Gegnerteam das korrekt spielt, dann hat er den besseren Tarnwert, er hat im Prinzip die besseren Spot-Eigenschaften und er könnte mich schon in der Anfahrt aufmachen. Außerdem steht unser 1305 da ja auch schon, wo er, glaube ich, hingehört. Das heißt, ich spiele hier erstmal so ein bisschen den Jodelboy. Ich pieke aber nicht zu hoch, sodass ich jetzt hier nicht von den gegnerischen TDs, die wahrscheinlich auf der 1er-2er-Linie stehen, getroffen werden kann. Außerdem will ich hier auch nicht zu lange oben gespottet sein, dass nicht die Gegner vom Hügel, wie zum Beispiel der TVP, auf mich schießen können. Da oben kann man immer mal ganz gerne blind reinschießen und mal gucken, ob man aufgeht. Ich bin jetzt hier nicht aufgegangen, das heißt, wir haben da 2 wesentliche Informationen. Oben in dem Busch wird keiner stehen und vor mir der Light ist scheinbar auch noch nicht so weit aufgerückt. Ihr seht das, ich spiele das hier auch recht verhalten. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich aufgehe. Ich gehe wieder nicht auf. Unser 1305 zieht jetzt auch schon nach vorne durch. Und wenn ihr hier nicht aufgeht, dann wisst ihr, dass der gegnerische Light einfach noch nicht super aggressiv stehen kann. Das ist eine wichtige Information. Ja, auch da muss man so ein bisschen Erfahrung haben, wann man wo aufgeht, wenn der gegnerische Light an einer bestimmten Position steht. Jetzt habe ich da hinten mit meinem CVS den FV, der wahrscheinlich gerade geschossen hat, in dem Moment, wo ich hochgepickt bin.
Bad Luck für ihn. Das sind schon mal 1500 Spotting auf mein Konto und wir durften ihm auch noch eine mitgeben. Und dadurch, dass jetzt hier überhaupt nichts passiert und guck mal, wie weit unser 1305 schon vorne ist, habe ich jetzt gedacht, okay, der gegnerische 1305 spielt das extrem passiv. Da können wir mal gucken. Immer mal checken, ja. Ihr müsst euch daran erinnern, auch wenn jetzt jeder sechsten Sinn hat, die Lampe dauert 3 Sekunden, bis sie angeht. 277 ist da ausgewichen. Und wir wissen immer noch nicht, wo der Sherry denn ist, wo der AMX 1305 ist. Aber unsere Leute fahren jetzt hier so aggressiv nach vorne, dass ich gesagt habe, komm, ich muss hier mit aufrücken. Hab jetzt lange gewartet mit einem aggressiveren Peak. Einfach, weil ich nicht wusste, wo soll der 1305 sein. Und hab's mir dann lange Zeit verkniffen. Aber jetzt haben wir da hinten aufgrund unseres CVS die beiden anderen RVs auch noch aufgemacht. Alle drei sind wild geplatzt. Ich kann ja sogar schießen, ohne aufzugehen. Wie gesagt, das sieht jetzt so aus, als wenn das irgendwie wahnsinnig wäre. Aber ich habe halt vorher immer wieder geguckt, wo könnte der Light stehen. Und mir war dann klar, er kann hier vorne nirgends stehen, sonst wäre ich schon längst aufgegangen. Und ihr habt es jetzt ja auch mittlerweile mitgekriegt, die schlauen Minimap-Beobachter unter euch. Der AMX 1305 war auf dem Hügel und ist über den Hügel mitgekracht. Der Sheridan stand hier oben, hat auch keine Sichtverbindung zu uns gehabt. Und wahrscheinlich jetzt auch, war jetzt nicht unbedingt auf Spot ausgelegt. Es gibt ja auch die Sheridan-Fahrer, die lieber mit der Derp-Gun einen auf TD machen. Das muss jeder für sich selber wissen. Ich persönlich hatte mich jetzt am Anfang der Runde nicht wirklich gefreut, hier auf Prokhorovka zu spawnen, weil der WZ ist für mich, wie gesagt, eher so ein Medium-Light-Hybrid, der aber es schwer hat, auf so offenen Karten wie Prokhorovka, Malinovka etc. dann gegen die wahren Scouts zu bestehen. Also noch schlimmer wäre es hier gewesen, wenn es jetzt hier einen TR-100 Light oder einen Manticore gegeben hätte, die sich da wirklich irgendwie wirklich passiv auf die 1er-2er-Linie gestellt hätten. Gott sei Dank war das Gegner-Lightplay, ja, muss man leider fairerweise sagen, sehr, sehr schlecht, weil Prokhorovka ist nicht immer automatisch eine Auto-Win-Situation oder eine Garantie auf eine geile Runde im Light, weil ihr erinnert euch, was ich gerade in der Runde davor gesagt habe. Euer Hauptfokus sollte eigentlich immer sein, dass ihr euch in Acht nehmt vor den gegnerischen Lights und dass ihr, wenn ihr könnt, auch schon dazu beitragt, dass die rausgehen. Ja? Also das sollte immer euer erster Anspruch sein, versuchen, dass der gegnerische Light rausgeht. Und wenn die gegnerischen Lights draußen sind oder gar nicht auf eurer Flanke spielen, dann könnt ihr loslegen, dann könnt ihr parallel spotten und natürlich auch für euch selber noch Schaden machen, selber mit reinkrachen. Die Kanone vom WZ hat so ihre Momente, mal ist sie ganz nice unterwegs, dann habt ihr aber auch wieder so Situationen, wo ihr, keine Ahnung, die Kanone verteufeln möchtet, weil ihr abprallt, so wie jetzt hier auf den TVP. Viele haben es auch schon wieder vergessen, ich habe das ja auch schon in diversen Videos angesprochen, die 10er Lights haben eine APCR-Munition, die extrem schnell, deutlich schneller, ich glaube 25% schneller an Durchschlagskraft auf Distanz verliert als die von regulären anderen Panzern mit APCR. Ja, das war, glaube ich, so ein seinerzeit eine Balancing-Idee von Wargaming. Daran hat sich bis jetzt meiner Meinung nach nichts oder meines Wissens nach nichts geändert. Das heißt also, dass die Standardmunition, die APCR auf den jeweiligen Lights auf der Stufe 10 viel, viel schneller an Durchschlagskraft verliert und das heißt, dass damit, selbst wenn ihr der Meinung seid, ja, es war ein einfaches Ziel, trotzdem hier und da solche Bouncer entstehen wie gegen den TVP, weil das dann, keine Ahnung, über 400 Meter sind und die Durchschlagskraft einfach nicht mehr ausreichend ist. Trotzdem würde ich auch sagen, dass wir hier auch eine sehr, sehr geile Runde hatten. Hier hatten wir zwar keinen Kill, aber wir haben gleich am Anfang dazu beigetragen, dass alle drei FVs ja, tatenlos verschwunden sind. 5.350 Unterstützungsschaden, 4.125 Schaden, also knapp unter 10.000 kombinierten Schaden. Das hat auf jeden Fall geschmeckt. Auch hier die Runde gerade mal 6 Minuten. Und ich denke, dass wir hier auch einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass unser Team wieder dominomäßig über das Gegnerteam rüberrutschen kann. Das waren jetzt natürlich 2 halbwegs offene Karten. Jetzt habe ich noch eine Runde im EBR. Ich weiß, viele schalten jetzt aus, weil sie den EBR hassen. Ich bin, das könnt ihr mir gerne glauben, auch kein EBR-Freund. Aber ich war dabei, hier die Feldmodifikation auch für den EBR zu grinden, weil auch hier fehlen mir noch die Feldmodifikationen. Also ihr seht, ich bin kein Radpanzer-Enthusiast, aber für so Competitive-Modi wie Ansturm oder aber auch Clan Wars, da
führt leider derzeit immer noch keinen Weg dran vorbei. Also muss man sich auch nicht unbedingt entschuldigen, wenn man den Panzer levelt und vor allem auch dann Feldmodifikationen grindet. Und auch Leute, die diesen Panzer enjoyen, also die gerne diesen Panzer spielen, müssen sich in meinen Augen genauso wenig wie Artifahrer entschuldigen dafür, dass sie diese Panzer spielen, weil sie sind im Spiel. Und wenn Wargaming das möchte, dass das so funktioniert, dann ist es halt eben so. Wir müssen uns jetzt hier gegen unseresgleichen erstmal durchsetzen. Ich habe verschossen, der gegnerische EBR hat verschossen. Ich hätte jetzt hier direkt meine HE laden sollen. Hab schon wieder verschossen, also fair in die Reifen getroffen. Ich werde hier mit der eigenen Medizin quasi bespaßt. Aber der TVP konnte mir zumindest mal helfen. Bei den HE-Schüssen habe ich immer das Problem, auch die bleiben ja gerne in den Reifen hängen. Deswegen nehme ich häufig lieber APCR. Ich weiß, es ist meinerseits vielleicht ein Fail oder ich lasse da was liegen. Aber letztendlich habe ich mit der HE viel zu häufig, viel zu schlechte Erfahrungen gemacht. 0:0. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema. Also das ist jetzt hier mit Sicherheit keine Light-spezifische Karte, wo man sagen kann, ey, hier holt man in der Regel die dicken Games raus. Aber, und da kommen wir zu dem zweiten Punkt, den wir jetzt auch noch nicht besprochen haben. Wer sich mit den Lights rein auf das Spotten verlässt, der ist häufig verlassen. Ich denke, das wird jeder, der schon mal längere Light-Sessions gespielt hat, unterschreiben können, dass das große Problem halt einfach ist, dass ihr zwar Gott und die Welt aufmacht, im besten Falle können eure Mitspieler auch auf euch schießen, aber in der normalen Runde ist es auch ganz gerne so, dass obwohl ihr richtig spottet, obwohl die eigenen Mitspieler auch schießen könnten, gerne auch die TD-Fahrer, ja, da gucke ich jetzt eine ganz bestimmte Panzerklasse an, so hardcore im 24-fachen Zoom auf einer Ecke sind, dass sie gar nicht mitkriegen, wenn ihr rechts und links noch Gegenspieler aufmacht, auf die sie easy wirken könnten. Also das ist mir jetzt gerade in den letzten zwei Wochen so extrem häufig passiert, dass ich, denke ich, relativ brauchbare Spots geliefert habe, dass die Gegner offen waren, aber dass da Mitspieler waren, ob es jetzt die Arti war, ob es jetzt bestimmte Heavys waren oder vor allem aber auch TDs, die hätten schießen können, wo einfach nichts an Unterstützungsschaden geflossen ist und man dann selber die dicken Schellen kassiert hat. Also manchmal glaubt man ja dann in dem Leid, dass das Gegnerteam voller Scharfschützen ist und das eigene Team irgendwie aus lauter Blindfischen besteht, die nicht mal in der Lage sind, wenn sie sich direkt hinter den Gegner stellen würden, erstens den Gegner zu sehen und zweitens ihn dann auch noch zu penetrieren. Also wichtig ist, dass ihr auf der einen Seite versucht, die Ziele immer wieder aufzumachen, ja, niemals den Glauben an eure Mitspieler verlieren, das ist im Leitfahren das Allerwichtigste, weil wenn ihr konsequent der Meinung seid, dass ihr niemals Unterstützung bekommt, dann solltet ihr vielleicht erstmal die Leitklasse sein lassen, weil ihr seid halt einfach mit so einem Panzer auf das Zutun eurer Mitspieler angewiesen. Auf der anderen Seite aber ist es halt auch wichtig, dass ihr euch nicht nur auf das Spotten verlasst, sondern ihr habt in den meisten Fällen auch eine Kanone, die man auch bedienen kann, die auch ja gerade bei den 10er Lights, eigentlich bei allen 10er Lights, selbst beim Panzerwagen Rheinmetall, aber auch beim Sheridan etc., wenn man sich jetzt nicht unbedingt für die Derb-Kanone, sondern für die 105mm Kanone entscheidet, dann haben alle 10er Lights eine Kanone, mit der man sehr gut treffen kann und mit der man auch sehr gut Schaden selber machen kann. Beim Manticore ist man manchmal so ein bisschen gehandicapt, weil die Munitionsanzahl doch recht limitiert ist. Also da seid ihr häufig, bevor die Runde vorbei ist, gerne mal verschossen. Das passiert euch mit anderen Lights nicht so. Beim AMX 1305 hat man dann noch die kleine Luxussituation, dass man sogar einen Autoloader hat. Das heißt, man kann da dann auch ganz gerne mit dem Autoloader auf die Gegner draufklatschen. Und auch hier seht ihr wieder, wir sind absolut nervig. Wir halten die Gegner auf, wir spotten und wir schießen. Wir haben für unser Team hier den Donut gewonnen, uns gegen den EBR mit Hilfe unseres Teams durchgesetzt und konnten jetzt hier aus der zweiten Reihe im Prinzip die ganze Zeit Gegner spotten, Gegner beschießen. Sind den Mediums in der Mitte auf den Sack gegangen, dem Leopard und dem M48 Patton. Das heißt, auch die sind nie dazu gekommen, die Mitte wirklich zu contesten, mussten rechtzeitig sich da droppen lassen. Das heißt, unser Team konnte durch unser Zutun die Mitte angreifen. Unser Team hatte quasi durchgehend die Kontrolle über das Zentrum und den Donut. Und wenn man auf einer Karte wie Klippe diese Kontrolle hat, dann ist das in der Regel eigentlich schon der sichere Sieg.
Jetzt haben wir hier hinten nochmal den E4 gespottet. Leider unseren Schuss auf den Super Conqueror verdonkt. Aber auch hier sind wir jetzt schon wieder bei über 7000 kombinierten Schaden. Und die Runde ist auch schon wieder recht einseitig. Aber wenn ein Light so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau macht und ihr es wirklich hinkriegt, das hatten wir jetzt alle drei Runden gemeinsam, sowohl eine Menge an Spot-Schaden zu liefern, als auch selber extrem viel Schaden zu machen für Light-Verhältnisse, dann sind die Runden meistens auch recht schnell vorbei. Auch diese Runde keine 6 Minuten. Und auch hier würde ich wieder sagen, dass wir unseren definitiven Teil dazu beigetragen haben, dass das Gegnerteam wie so ein Kartenhaus zusammengebrochen ist. Ja, wie gesagt, beim Leitfahren muss man einfach über die Karte Bescheid wissen, man muss das Sichtsystem kennen, man muss wissen, welche Gegner wo sehr wahrscheinlich auftauchen. Seid ihr schneller da als die Gegner, dann könnt ihr eine aggressive Position anfahren. Wir wussten jetzt hier, dass maximal der gegnerische EBR uns hier entgegenkommen kann. Ansonsten war nichts eigentlich auf dem Geschwindigkeitslevel. Bei anderen Karten mit anderen Lights fahrt ihr erstmal Spot-Positionen an oder guckt erstmal, wie sich das Spiel entwickelt. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt greift ihr ein, arbeitet mit eurer Kanone und macht parallel die Ziele auf. Ja, auf anderen Tierstufen funktioniert das im Prinzip noch viel besser. Also wenn ihr zum Beispiel einen AMX 12 Tonnen, einen Type 64 auf Stufe 6 habt, da funktioniert das Ganze noch viel krasser. Da kann man noch einen viel erheblicheren Einfluss haben. Einfach aus dem Grunde, weil ihr mit der Bewaffnung von den niedrigeren Lights gegen auch schwächere Heavy-Panzerung kämpft. Also wenn ihr zum Beispiel mit eurem AMX 12 Tonnen oder mit einem Type 64 gegen den KV 85 fightet, gegen den VK 36 9H, habt ihr meistens keine Probleme, eure gleichstufigen Heavies frontal zu penetrieren. Das funktioniert auf Stufe 10 so nicht. Deswegen sage ich Stufe, je höher ihr in der Stufe kommt, umso mehr müsst ihr auch in der Lage sein zu flankieren und das Spiel lesen zu können. Wer sowas üben will, der fängt besser auf Stufe 5 oder 6 an, weil wie gesagt, da habt ihr in den Lights meistens schon die Durchschlagskraft, um auch eure gleichstufigen Heavies sogar schon frontal penetrieren zu können. In dem Sinne würde ich sagen, werfen wir nochmal einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde im T100 Light war ein Panzerass. Wir haben die Waffenbrüder-Medaille bekommen mit Stan zusammen, der in allen drei Runden auch dabei war. Dann hatten wir die Patrol Duty-Medaille und die Tank-Sniper-Medaille auf Westfield für 4.655 gespotteten Schaden und 3.836 verursachten Schaden. Also etwas über 8.000 kombinierten Schaden, 3 Kills. Gucken wir hier ganz kurz drauf. Top XP mit Stan zusammen. Hier würde ich sagen, dass wir unseren Teil dazu beigetragen haben, dass die Runde dann gewonnen wurde. 20 Mal geschossen, 18 Mal getroffen, 15 Mal penetriert. Also das ist, denke ich, ein Trefferergebnis, mit dem man leben kann. Davon auch noch 1.819 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter. Und dann sollte man sich ja im Light immer mit seinesgleichen vergleichen. Der Manticore hat zwar 1.800 Schaden gespottet, aber selber nur 109 Schaden gemacht. Das hat dann nicht gereicht und er hat halt auch nicht die Chance gehabt, mich irgendwie zu countern. Gucken wir ganz kurz hier auf die zweite Runde. Das war in Anführungszeichen nur erster Klasse, obwohl wir hier 9.500 kombinierten Schaden an den Tag gelegt haben. Keine Kills. Unterstützermedaille, Tanksniper-Medaille, gucken wir hier ganz kurz drauf. Es waren in Anführungszeichen nur 1.061 Basis-XP. Das lag vor allem daran, dass wir wahrscheinlich den Schaden, den wir gespottet haben, teilen wir uns ja erfahrungsmäßig mit den Leuten, die den Schaden verursachen. Und den Schaden, den ich selber gemacht habe, den haben zum Teil auch andere Leute gespottet. Das heißt, auch hier musste ich teilen und dann haben wir keine Kills gemacht. Deswegen, falls sich jemand wundert, warum kein Panzer hast und warum so verhältnismäßig gering Basis-XP, das lag halt einfach daran, dass wir in beiden Fällen das Ganze teilen mussten. Gucken wir jetzt aber mal auf den 1305. Der hat gerade mal 415 Schaden gespottet, 1.298 Schaden gemacht und im Gegnerteam können wir auch nochmal ganz kurz die Lights anschauen. Sheridan hat so gut wie nichts gespottet, keinen Schaden gemacht und der 1.305 im Gegnerteam hat wenigstens auf dem Hügel noch 2.485 Schaden gemacht, aber auch nicht wirklich was gespottet. Für Prokhorovka-Verhältnisse kannst du so natürlich nicht gewinnen, wenn deine beiden 10er-Lights auf Prokhorovka zusammen auf nicht mal 1.000 Unterstützungsschaden kommen, dann hast du meistens ein Problem. Gucken wir nochmal auf die letzte Runde. Das war Klippe, auch erster Klasse im Panhard EBR. Wir haben die Tanksniper-Medaille bekommen. 3 Kills, 5.224 Schaden, 3.349 Unterstützungsschaden. Gucken wir hier ganz kurz drauf. 1.221 Basis-XP. Und auch hier würde ich sagen, haben wir einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Runde so schnell für das Gegnerteam gelaufen war.
Ja, die anderen Lights, die hier noch so mitgespielt haben, Manticore hat immerhin noch 1500 Schaden gespottet und 1100 gemacht. Im Gegnerteam TR100 Light 2400 Schaden gespottet, 0 Schaden. Und der EBR hat gerade mal 285 Unterstützungsschaden und 59 Schaden durch das Rammen an mir. Also, nachdem wir den da raus hatten, konnten wir in der Ecke spielen, wie wir wollten. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was für euer eigenes Light-Gameplay mitnehmen konntet. Ich hoffe, dass die Runden einigermaßen unterhaltsam für euch waren und dynamisch genug, um hier zuzuschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Und ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.